Im heutigen Video zeige ich dir, wie du Zähler in CSS gestalten kannst. Dadurch kannst du beispielsweise richtig schön aussehende nummerierte Listen erstellen oder auch ein bisschen fortgeschrittene Anwendungsfälle umsetzen. Zum Beispiel haben wir hier eine Teilnehmerliste und sobald ich einen neuen hinzufüge, steht automatisch davor, dass es jetzt der Teilnehmer Nummer 2 ist. Und entsprechend, wenn ich wieder einen hinzufüge, der Teilnehmer Nummer 3. Wie das geht, und zwar nur mit CSS, ganz ohne JavaScript, erfährst du im heutigen Video. Wir schauen uns zunächst mal den einfacheren Fall an, bei dem haben wir eine nummerierte Liste, eine Ordered List im Englischen oder in HTML-Sprache übersetzt eine OL. Ja, fehlt noch ein I, dann hätten wir Olli. Bei der ist es jetzt so, dass wir die einzelnen List-Items haben, die Aufzählungspunkte, und vor denen haben wir ein Before-Element. Das Before-Element, sehen wir hier schon einigermaßen, ist anders gestaltet als die Schrift rechts. Ja, ist natürlich manchmal super cool, man könnte hier noch mehr Sachen machen, zum Beispiel die einzelnen Aufzählungspunkte ein bisschen fetter machen oder was auch möglich wäre, man könnte die zum Beispiel jetzt größer machen auf 2 Rem oder sowas. Du hast also die Möglichkeit, hier richtig coole Ordered Lists zu erstellen mit richtig ausgefallenen Listenpunkten am Anfang. Der wichtigste Teil für dich, damit du eben zählen kannst, ist hier der Counter. Der Counter kann heißen, wie er will, zum Beispiel eben auch Listen-Counter. Jetzt zählt er nicht mehr, weil jetzt ein wichtiger Teil fehlt. Und das ist das Counter-Increment. Wann soll der denn hochgezählt werden? Dazu gehen wir mal auf das LI-Element und sehen dann, dass der hier ein Counter-Increment hat für LI. Wenn ich den jetzt aber umbenannt habe und der jetzt mittlerweile Listen-Counter heißt, muss natürlich auch der Listen-Counter hochgezählt werden. Und schon klappt es grundsätzlich wieder mit der Liste. In diesem konkreten Fall mit den OLs wären wir hier schon durch. Ich zeige dir trotzdem noch eine wichtige Angabe, die du ab und zu mal benötigen wirst, wenn du mit diesen Sachen arbeitest. Wir spielen jetzt ein bisschen am Code herum und sagen jetzt einfach mal, dass in unserem Entry-Content, in dem der gesamte Inhalt drin ist, also wir haben hier den Entry-Content, jedes P darunter ein Before-Element bekommt. Und dann sagen wir wieder das gleiche wie vorher, wir sagen, wir haben einen Content, dann gibt es hier einen Counter und das ist dann unser P-Count. Der wird jetzt mal noch mit einem Margin Left versehen, damit wir den ein bisschen besser sehen können. Der rückt jetzt ein bisschen nach links raus. Zumindest versuche ich das, das klappt nicht gut. Also positionieren wir den absolut und dann ist das eigentlich gar kein Problem mehr. Jetzt können wir den hier ein bisschen rausziehen und wir sehen jetzt plötzlich, wir haben überall eine 0. Das Ganze, gleiches Problem wie vorher. Uns fehlt noch der Counter Increment und dann ist es der P-Count. Und plötzlich sehen wir, dass wir jetzt überall eine 1 haben. Und das ist natürlich so falsch. Und der Grund dafür ist, dass wir immer in das Parent-Element schauen von dem P und dann jedes Before, das jetzt hier kommt, zählt einmal hoch. Aber jedes Before-Element ist quasi einmalig. Es gibt immer nur eins pro P-Tag. Da muss man so ein bisschen verstehen, wie das ganze Ding funktioniert. Sobald wir das aber gerafft haben, wissen wir, dass der Increment quasi nicht am Before-Element geschehen sollte, sondern dass der Increment viel logischer am P-Element selbst stattfinden sollte. Und wenn wir das jetzt machen, dann sehen wir plötzlich, das Ding zählt richtig hoch. 1, 2, 3, 4 und so weiter. Also wir zählen jetzt einmal alle Paragraphs, die hier für uns sichtbar sind in dem Entry-Content drin. Und jetzt, wie gesagt, wir hätten jetzt einen neuen Sonderfall. Und zwar möchten wir, dass die irgendwann mal neu hochgezählt werden. Und da kommt jetzt noch die dritte und letzte Anweisung, die im Zusammenspiel mit Countern üblicherweise wichtig ist, zum Einsatz. Und das ist der Counter-Reset. Das könnten wir jetzt zum Beispiel sagen, wir haben hier ein Div. Und nach jedem Div-Element aus irgendwelchen Gründen möchten wir quasi neu anfangen zu zählen. Und dazu würden wir jetzt sagen, dass wenn wir im Entry-Content sind und direkt darunter ein Div haben, dann möchten wir einen Counter-Reset auf den P-Count machen. Und jetzt sehen wir, wenn wir das mal an- oder ausschalten, dass es hier zu einer Änderung kommt. Wir fangen jetzt hier wieder mit der 1 und dann eben der 2, 3, 4 an, anstatt dass wir hier von der 1 da oben weiterzählen. Ich zeige es dir nochmal. Ja, und genauso ist es, wenn wir jetzt zum Beispiel dieses Div hier im Code ein bisschen verschieben würden, dann hätten wir 1, 2, 3, 4. Jetzt kommt dann plötzlich nach dem vierten, wo wir eben waren, nach dem fünften vielmehr, das Div. Und nach dem Div fangen wir wieder an mit 1, 2, 3 zu zählen. Also das sind die drei Anweisungen, die du normalerweise brauchst, wenn du mit Countern arbeitest. Du hast den Counter Reset, wann die neu anfangen sollen zu zählen. Was nicht immer wichtig ist, bei den OLs zum Beispiel, die haben wir hier auch zweimal im Code, könnten wir den Counter Reset ausschalten oder haben wir hier auch schon und trotzdem ist es hier kein Problem, weil die immer wieder bei einem neuen Parent dranhängen, immer wieder bei einem neuen OL-Element. Dementsprechend brauchen wir das hier nicht, aber in manchen Fällen ist es eben notwendig. Du kannst jetzt, sobald du diese Sachen so ein bisschen für dich verstanden hast und angewendet hast an ein, zwei Fällen, wirklich coole und auch ein bisschen ausgefallenere Fälle abdecken.
Bei uns ist es hier zum Beispiel so, dass wir eine Buchungslösung haben und bei der möchten wir, dass bei jedem folgenden Teilnehmer oben eben steht, welcher Teilnehmer, also mit welcher Nummer wir es gerade zu tun haben. Das hier oben ist noch eine Überschrift, das heißt, die ist noch Teil von dem normalen Source Code sozusagen. Also wir haben hier eine Group und in der Group ist dann ein Label drin und das kann man im Backend wirklich definieren, wenn man quasi dieses Chat-Form, das ist ein Formular-Plugin, bearbeitet. Aber sobald wir dann hier in diesem Repeater sind, in dem die ganzen Teilnehmer reingefeuert werden, haben wir keine Möglichkeit mehr, so out of the box im Quellcode irgendwas zu ändern. Wir sehen es hier sehr gut, wir haben hier immer eine Chatform-Builder-Repeater-Row, also eine Zeile für eben jeden Eintrag. Hier ist der dritte Eintrag, das ist der Teilnehmer Nummer 3. Wir können den mal weg-xen, dann sehen wir im Source-Code, der ist jetzt hier verschwunden, wir haben nur noch zwei Zeilen und wir können wieder eine hinzufügen und hier taucht auf magische Art und Weise wieder eine neue Row auf. Da wir hier keine Möglichkeit haben, es ist ein Plugin, mitten in den Quellcode einzugreifen, haben wir uns mit CSS ein bisschen beholfen. Und was wir hier konkret gemacht haben, ist, dass wir gesagt haben, wir möchten ein Before-Element wieder einfügen. Genau das gleiche wie eben bei der Ordered List. Bei diesem Before-Element sagen wir jetzt eben, dass es einen Content gibt. Und der Content besteht aus dem Wort Teilnehmer, das ist quasi ein String. Und nach dem Wort Teilnehmer kommt hier ein Counter und das ist der Row-Counter. Also diesmal haben wir ein bisschen einen ausgefalleneren Namen. Ja, der heißt jetzt nicht irgendwie Div-Counter oder sowas, sondern es ist quasi der Counter, der zählt, in welcher Zeile wir uns gerade befinden oder übertragen, bei welchem Teilnehmer wir uns gerade befinden. Ansonsten ist die Logik quasi die gleiche wie eben zuvor. Wir müssen dann irgendwo inkrementieren. Das passiert bei uns in jeder einzelnen Zeile. Das heißt, wenn wir hier ein bisschen nach unten gehen, dann sehen wir, dass in eben jeder Zeile hier der Counter-Increment auf den Row-Counter läuft, damit die Zeilen hochgezählt werden. Das Einzige, was ein bisschen trickreicher ist, ist, dass wir dieses Before-Element nicht bei der ersten Zeile anzeigen. Und das haben wir folgendermaßen erreicht. Das sieht man hier, wenn man da nochmal reinschaut. Wir haben unser Booking-Form. In dem Form gibt es dann eben die Chat-Form-Repeater-Items. Und dann gibt es eine Row. Und jetzt sagen wir Plus. Also Plus heißt, wenn auf der Row wieder eine Row folgt, dann möchten wir, dass das Before-Element eine Border-Top hat. Das ist diese Border hier, dieser kleine Strich. Ein bisschen Abstand nach oben. Das sorgt dafür, dass die Border nicht an dem Text hängt. Und eben dieser Content. Ja, ohne den ist das ganze Before-Element weg und alles funktioniert nicht mehr. Das ist also doch dementsprechend relativ wichtig. Und mit dieser Kombination von Elementen schaffen wir es eben, dass beim ersten Teilnehmer noch kein Before-Element da hängt, aber bei jedem folgenden Teilnehmer steht eben diese Überschrift drüber und die hat auch jeweils eine Zahl, die weiter hochzählt. Und jetzt sehen wir also hier an diesem konkreten Beispiel, meiner Ansicht nach zumindest, was man damit alles machen kann und wie man hier sich teilweise wirklich cool behelfen kann. Weil jetzt diese Teilnehmer und dann die Nummer mit JavaScript reinzurendern, wäre ein relativ aufwendiges Skript. Das müsste die ganze Zeit aufpassen, ob ein Knopf geklickt wird. Und wenn der Knopf geklickt wird, müsste dann quasi unser Skript durchlaufen, ein Div erzeugen, ein Label reinpacken, da die richtige Zahl reinschreiben und dann muss das natürlich an den Container angehängt werden. Das ist jetzt nicht unendlich viel Logik, natürlich gibt es viel aufwendigeres JavaScript, aber mit CSS ist es relativ einfach gelöst, wie wir hier eigentlich sehr konkret sehen können. Falls du jetzt noch ein bisschen besser verstehen willst, wie das eigentlich funktioniert, weil wir hier eben auch das Pluszeichen drin haben, von dem du vielleicht noch nie gehört hast, wenn du noch nicht so viel mit CSS zu tun gehabt hast, dann verlinken wir dir mal ein passendes Video. Hier kannst du direkt mal als nächstes reinschauen. Dann sehen wir uns gleich mal wieder hier auf dem Kanal. Mach's gut, bis dann.